Hallo! Erst so. Wir machen heute so ein Best Friend Check mit. Und dann haben wir noch so einen Timer gestellt. Wenn wir schon reinkommen, ne? Ja. So viele Fragen über sich selbst zu schreiben, wie in 3 Minuten geht. Okay, sollen wir das erst machen? Ja, oder? Ja, erst so oft schon dann. Okay. Dann. Fällt eh nichts ein. 1, 2, 3, los. Mir fällt eh nichts ein. Go! Stopp! Sollen wir das den Best Friend Tag machen? Ja. Wir haben nämlich gerade gegoogelt. Da haben wir so ein paar Fragen gefunden. Die habe ich mal rausgeschrieben. Ja. Okay. Wie und wann haben wir uns kennengelernt? Vierte. Ja. In der 4. Klasse auf dem Weg zur Grundschule, weil wir nämlich 4 Jahre die gleiche Schule besucht haben und einfach immer aneinander vorbeigerannt sind. Und dann? Deine Mutter. Meine Mutter! Mhm. Irgendwann hat sie dann mal so gesagt, wo sie mich da zur Schule gebracht hat. Warum wir sie nicht mal zusammen zur Schule gelaufen? Immer den gleichen Weg. Ja. Und dann sind wir zusammen zur Schule gelaufen. Nicht mal. Manchmal doch. Doch, ich weiß das noch. Hast du mir nämlich erzählt, dass du keine Jeanshose magst? Ich weiß das noch. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann sind wir Freunde geworden. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich sie früher... Ja. Da habe ich nämlich meinen Geburtstag gefeiert und bin von der Rutsche gefallen. Da habe ich so voll den Heulkrampf gehabt. Und dann ist sie nämlich, glaube ich, zu meiner Mom hingegangen und hat erzählt, dass sie nicht mehr an den Rand von der Rutsche rutschen durfte, weil sie auch schon mal runtergefallen ist. Keine Ahnung. Okay, nächste Frage. Die schönste Erinnerung. Die ist Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Da waren wir letztens abends, da waren wir erst draußen gewesen, haben da Papier angezündet auf der Straße und dann dachten wir uns so, ey, ich hab doch einen Tonofen im Tonofengarten. Und haben wir den rausgekramt, haben Holz zusammengesammelt und haben Feuerchen. Ja, Feuer. Und dann unsere Schuhe angezündet. Beschreibt euch gegenseitig in einem Wort. Ach du Scheiße. Ich brauche mehr als ein Wort. Ja, ja. Nicht ein paar mehr? Es steht ein Wort. Ja, ich sehe. Kartoffel. Okay. So, Kartoffel. I don't know. Okay. Okay. Traumberuf. Fotografie. Am liebsten gar keiner. Ja, aber trotzdem mehr Länder. InDesign. InDesign. Das ist ein Programm, ein Computerprogramm. Ne, immer gibt's so Raum. InDesigner, oder? Innenraum. Ja. Raum, ein Innenraumbestatter? Raumbestatter, wie bestatten Raumbestatter, Gestalter, irgendwie sowas, ne? Innenarchitekt. Innenarchitekt. War das nicht so? Raumgestalter, das ist doch was richtiger. Das auf jeden Fall, ne? Oder? Ja. Innenraum. Oh, jetzt kommt die Frage des Jahrhunderts. Was stört dich am anderen? Nur manchmal, ganz manchmal, wenn du so dauernd so ein Geräusch machst, aber dann... Nervt ja, ne? Manchmal nervt das echt, ja, aber dann muss man einfach das Geräusch mitmachen und dann ist lustig. Ja. Das Wort Rebell. Ja. Immer wieder. Wenn ihr überall auf der ganzen Erde zusammen hinreisen könntet, wohin wäre das? Ja. Lieblingsinsider. Adonis. Insider, ne? Lieblingsjahreszeit, Sommer. Deine Lieblingsjahreszeit ist Sommer. Also die Werbung. Nee. Alle. Du meinst aber irgendwann mal Frühling oder Herbst irgendwann, weil ja, einfach. Dann kann man einfach so. Ja. Ja. Da kann man einfach so Jacke, Hose, Helm raus und tschitsch. Okay, was haben wir noch? Lieblingslied. Ja, keine Ahnung. Dosenbier? Hi.
uns ist langweilig. Wir machen ein Video, weil uns langweilig ist und wir uns dann nach einer schönen Stadt darüber lachen können, warum wir so eine Scheiße machen. Aber bitte wieder unten hinstellen, ja, an meinem Schrank. Und nicht wieder hier unten liegen lassen unter deinen ganzen Grusel. Ja. Sonst kriegst du sie nie wieder. Ja. Denk dran. Cool, doch. Was war das? Lieblingslied? Don't be a fallen song. Einfach rein. Hohe oder flache Schuhe? Flache. Flache. Creeper. Ich mag es auch. Lieblingstier? Hund. Katze. Auch kein Lieblingstier. Aber Katzen mag ich gerne. Wenn das Haus des anderen in Flammen stehen würde, Familie und Haustiere gerettet werden, was würde sie noch mal retten? Ich glaube, du würdest deinen Laptop holen. Ja. Eine Sache. Eine Sache, ich weiß es nicht. Mein Baby. Ich auch. Laptop oder Kamera, weiß ich selber nicht. Eins von beiden. Wahrscheinlich beides. Sogar beides. Ja, wenn man hier schon mal reinrennt. Ne? Hauptsache, die ganzen Daten sind noch da. Comedy oder Horror? Horror. Das ist auf jeden Fall Horror. Bisschen beides. Kein Comedy mehr sehen. Hast du auch mal Comedy? Ja, früher mochte ich das voll. Ich noch kleiner war. So Bastefka und so eine Scheiße. Ich Blackberry oder iPhone? Da du absolut keine iPhones magst, sage ich einfach mal Blackberry, obwohl das auch nicht so optimal ist. Aber am besten, am liebsten eigentlich Android. Android. iPhone. Warum bloß? Kann ich mir gar nicht erklären. Lieblingsfilm? Harry Potter, die ersten Teile. Ja, bei dir auch. Ja. Komisches Essen. Ja, dein Teller mit Erdnussbutter oder früher noch im Mortadella hast du auch nicht so einen Scheiß gegessen. Oh, das war lecker. Spaghetti mit Ei und Zucker. Das ist schon weg. Oh, Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass die Leute uns verwechseln manchmal auf Fotos. Das sagt schon alles. Lieblingsserie, Supernatural. Supernatural. Ja. Natura. So, jetzt kommen die Fragen, die wir uns gerade aufgeschrieben haben. Wann wurde ich geboren? Am 8. Mai 1997. Ja. Wo wurde ich geboren? Hier. Was ist meine Lieblingshaarfarbe? Weiß. Ja. Mein Lieblingsschauspieler? Johnny Depp. Mein Lieblingsgetränk? Bier. Was genau? Ah, scheiße. Aber schon richtig. Astra. Astra was? Rotlicht. Ja. Ja, arschkalt und Rotlicht. So bitter. Meine Lieblingsschuhe, die ich aber habe schon. Deine Creeper. Ja. Welche? Deine Creeper. Das sind nicht wirklich. Mein Lieblingsoberteil. Ach, dein samtiges schwarzes Oberteil. Mensch, wo fahre ich denn wohl nächsten Urlaub hin? Bei Drum. Ja. Wo fährst du bloß sonst mal hin? Jetzt kommt deine Frage. Meine Freunde, wunderbar. Lieblingshafen. Rosa. Pink. Ja. Lieblingsessen. Ich weiß es selbst nicht. Also, okay. Das ist sogar so Kartoffelreif. Wer heißt das nochmal? Kartoffelpuffer oder so. Ja. Stadt. Berlin. Ich will nicht nach Berlin, aber alle meine Freunde sind. Ich will nicht nach Berlin. Ist das für dich? Dein neuer Lieblingsserie habe ich nicht. Supernatural. Supernatural. Ich muss vor.